Hallo Dina. Hallo Dina. Hallo Mario. Hallo Mario. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Sehr gut, und dir? Auch super. Am Wochenende soll das Wetter so schön werden. Hast du Lust, einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? Auch super. Am Wochenende soll das Wetter so schön werden. Hast du Lust, einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? Ja, sehr gerne. Einen Fahrradausflug. Wohin wollen wir fahren? Hast du eine Idee? Ja, sehr gerne. Einen Fahrradausflug. Wohin wollen wir fahren? Hast du eine Idee? Wir könnten nach Potsdam fahren. Wir könnten nach Potsdam fahren. Das ist ganz schön weit. Markus. Ja, du hast recht. Das ist ganz schön weit. Markus. Ja, du hast recht. Lass uns zum Mögelsee fahren. Lass uns zum Mögelsee fahren. Das ist auch eine gute Idee. Da sind wir in der Natur und es ist schön. Und wenn das Wetter schön ist, dann kann man da auch grillen, vielleicht, oder etwas spielen. Das ist auch eine gute Idee. Da sind wir in der Natur und es ist schön. Und wenn das Wetter schön ist, dann kann man da auch grillen, vielleicht, oder etwas spielen. Ja. Ja. Soll ich meinen Fußball mitnehmen? Soll ich meinen Fußball mitnehmen? Ja, bitte, dann können wir dort etwas spielen und ich kann etwas zu essen mitbringen. Wollen wir grillen, oder wollen wir ein Picknick machen? Ja, bitte, dann können wir dort etwas spielen und ich kann etwas zu essen mitbringen. Wollen wir grillen, oder wollen wir ein Picknick machen? Das ist. Ich denke, wir grillen. Ich würde gern grillen. Das ist. Ich denke, wir grillen. Ich würde gern grillen. Okay. Dann nehme ich die Kohle und besorge das Fleisch. Okay. Dann nehme ich die Kohle und besorge das Fleisch. Okay. Und ich kümmere mich um die Getränke. Okay. Und ich kümmere mich um die Getränke. Super. Ich hätte gern Cola. Super. Ich hätte gern Cola. Gut. Kein Problem. Wie viel Liter? Gut. Kein Problem. Wie viel Liter? 2, 3 Liter. Reicht. 2, 3 Liter. Reicht. Super. Vielleicht gibt es da auch einen Kiosk. Dann können wir noch etwas kaufen. Vielleicht gibt es da auch einen Kiosk. Dann können wir noch etwas kaufen. Das. Da hast du sicher recht. Jetzt müssen wir noch über den Termin sprechen. Das. Da hast du sicher recht. Jetzt müssen wir noch über den Termin sprechen. Stimmt. Wann wollen wir losfahren? Wann wollen wir losfahren? Was denkst du?
Sollen wir uns um 10 treffen? Was denkst du? Sollen wir uns um 10 treffen? Am Samstag? Am Samstag? Klar, das ist kein Problem. Klar, das ist kein Problem. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Und wo wollen wir uns treffen? Und wo wollen wir uns treffen? Ich weiß nicht. Hier am Hermannplatz? Das ist doch in der Nähe. Ich wohne in der Nähe. Ich weiß nicht. Hier am Hermannplatz? Das ist doch in der Nähe. Ich wohne in der Nähe. Ja, oder hier bei uns an der Schule. Das wäre vielleicht noch näher für uns beide. Ja, oder hier bei uns an der Schule. Das wäre vielleicht noch näher für uns beide. Stimmt. Dann treffen wir uns an der Schule am Samstag um 10. Wollen wir nur wir beide fahren, oder willst du noch jemanden mitbringen? Stimmt. Dann treffen wir uns an der Schule am Samstag um 10. Wollen wir nur wir beide fahren, oder willst du noch jemanden mitbringen? Wir können noch ein paar Leute von unserem Kurs fragen. Wir können noch ein paar Leute von unserem Kurs fragen. Ja, gerne. Dann fragen wir nachher im Unterricht, wer noch mitkommen möchte. Ja, gerne. Dann fragen wir nachher im Unterricht, wer noch mitkommen möchte. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und dann treffen wir uns hier am Samstag um 10. Und dann treffen wir uns hier am Samstag um 10. Alles klar, gut. Super. Dann. Ich freue mich auf Samstag. Ja. Super, bis dann. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Hallo David. Wie geht es dir? Hallo David. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, danke. Mir geht es sehr gut, danke. Ich hatte eine gute Idee, hast du Lust, mir zu helfen? Ich hatte eine gute Idee, hast du Lust, mir zu helfen? Was hast du geplant? Was hast du geplant? Unsere Nachbarin Esma zieht am Wochenende um. Wir könnten ihr helfen, damit sie die Sachen leichter in den LKW trägt. Unsere Nachbarin Esma zieht am Wochenende um. Wir könnten ihr helfen, damit sie die Sachen leichter in den LKW trägt. Das ist eine gute Idee, warum denn nicht? Das ist eine gute Idee, warum denn nicht? Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Ich arbeite am Samstag bis 12 Uhr. Wir können nach 12:30 uns treffen und Esma helfen. Passt das? Ich arbeite am Samstag bis 12 Uhr. Wir können nach 12:30 uns treffen und Esma helfen. Passt das? Nein, mir passt es nicht. Ich kann erst um 13 Uhr kommen. Nein, mir passt es nicht. Ich kann erst um 13 Uhr kommen. Okay. Ich komme eine halbe Stunde früher und du kannst später kommen.
Okay. Ich komme eine halbe Stunde früher und du kannst später kommen. Super. Ich kann auch etwas zum Essen kaufen, weil alle werden Hunger haben. Was meinst du? Super. Ich kann auch etwas zum Essen kaufen, weil alle werden Hunger haben. Was meinst du? Das ist dir gut eingefallen. Das kannst du machen. Das ist dir gut eingefallen. Das kannst du machen. Was kann ich noch tun? Was kann ich noch tun? Du kannst auch deine Schwester mitbringen, dann machen wir die Arbeit schneller. Du kannst auch deine Schwester mitbringen, dann machen wir die Arbeit schneller. Ja, richtig. Sie ist am Wochenende frei. Ja, richtig. Sie ist am Wochenende frei. Super. Bis dann. Super. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ach. David, wenn du noch etwas brauchst, melde dich. Ach. David, wenn du noch etwas brauchst, melde dich. Okay. Danke, mache ich. Tschüss. Okay. Danke, mache ich. Tschüss. Tschüss.